Das Skateboarden ist Begeisterung pur. Mein Name ist Titus Dittmann und ich versuche mit der bewegungsorientierten Jugendkultur Skateboarding die Welt für Jugendlichen etwas besser zu machen. Vor 7 Jahren habe ich das Glück gehabt, dass mein Sohn Bock hatte, meinen Job zu übernehmen und habe wieder meinen Traum erfüllt, zurück in die Pädagogik, was mich sehr interessiert. Ich sag mal einfach, Kiddies glücklich machen ist das, was mich am meisten glücklich macht. Und deswegen habe ich Skate 8 gegründet. Also 2009 habe ich im Spiegel tatsächlich ein Interview gelesen von einem Australier, der in Kabul gestrandet ist. Der hatte dann nichts zu tun, ist mit dem Skateboard durch die Gegend gefahren und hat plötzlich gemerkt, wie die Kids einfach nur ausgerastet sind und begeistert waren und alle wollten das probieren. Ja, und dann hat er sich entschlossen, eine Skateboard-Schule aufzubauen und das habe ich gelesen und ja, wie soll ich sagen, das hat mein Leben verändert. Ich habe nie gedacht, dass man mit Skateboarding tatsächlich in Kriegs- und Krisengebieten was bewegen kann. Bei meiner ersten Reise nach Afghanistan haben natürlich alle gesagt, du bist total bescheuert, bist du lebensmüde, wieso fährst du dahin, unverantwortlich vor deiner Familie. Wenn ich da wie so ein Einheimischer als alter Mann mit dem Turban und Gummischlappen durch die Gegend latsche, dann ist das total ungefährlich, dann interessiert sich keine Sau für mich. Ich glaube, heute ist das auch nicht mehr möglich, in Afghanistan tatsächlich noch eine Schulklasse zu finden, wo noch keiner ein Skateboard gesehen hat. Aber das habe ich tatsächlich erlebt. Und als ich das Ding zeigte und sagte, was ist das, hat mir keiner eine Antwort geben können. Und der Hausmeister, der sich neugierig daneben gesetzt hatte in die Klasse, der hat sich gemeldet und hat gesagt, das ist ein Mäuseauto. Es gibt Leute, die fahren so. Und es gibt Leute, die fahren so. Durch dieses Skateboarden und dieses Beschäftigen mit dem Skateboard entwickeln sich die Kids, ohne dass sie von außen ja, Anweisungen kriegen. Und gerade in Afghanistan, da ist ja diese Fremdbestimmung extrem groß. Durch Zufall haben wir eine Möglichkeit geschaffen für die Mädels, die eigentlich in solchen strengen, traditionellen muslimischen Gesellschaften eigentlich kaum Sport machen können, weil es ist verpönt. Man möchte nicht, dass die Jungen Sport machen. Es gibt aber so gut wie kein Mädchensport. Die trauen sich auch nicht, wenn die Jungs zugucken, Sport zu machen, weil das gehört sich ja auch nicht. Dann kommen wir mit dem Skateboard. Die Mädchen stürzen sich drauf, die fallen über die Skateboards her und haben einen Riesenspaß. Und dann bekommen die Erwachsenen natürlich den Eindruck, das ist ein Mädchensport, weil es gibt keine Historie. Ich glaube, in Afghanistan ist das Verhältnis der Mädchen extrem hoch, vielleicht sogar über 50%. Je dominanter so eine Gesellschaft aus der Erwachsenenwelt, also es richtig macht und das weitergibt, dann ist das Problem natürlich, dass man sich blamieren kann, ganz, ganz groß. Also diese Fehlertoleranz, die ist dann einfach nicht da und vor allen Dingen nicht vor Kindern. Und das Skateboarden geht gar nicht anders, als auf die Fresse fallen zwischendurch. Man muss einfach dann damit leben und sich zugestehen, ich habe einen Fehler gemacht. Kinder stark machen ist immer die Voraussetzung, dass es irgendwann einmal eine funktionierende, starke Gesellschaft gibt. Es wird sich ja keine Gesellschaft weiterentwickeln, wenn die nächste Generation immer 1:1 dasselbe macht wie die Alten.
Wir haben innerhalb von 6 Jahren 37 Projekte realisiert. In Uganda, da hatte sich so eine Gruppe von Skateboardern schon gebildet und die waren so engagiert, ohne dass irgendeine Organisation, ohne dass irgendein Erwachsener das initiiert hat. Die haben sich tatsächlich im tiefsten Slum von Kampala, haben die sich ein Grundstück besorgt und die verdienen nur einen, wenn sie überhaupt einen Job haben, dann ist das so um $1 die Woche, der da vielleicht rumkommt. Den haben die sich gespart, Zement gekauft. Und dann haben die sich selber einen kleinen Skateboardpark gebaut. Als wir das gehört haben, sind wir ab nach Uganda. Und jetzt arbeiten wir ganz eng mit dieser Gruppe zusammen. Das sind natürlich ärmste Verhältnisse, die wiederum ganz anders sind, wie man sich so einen Slum vorstellt. Klar laufen da die Abwässer in der Mitte durch den Graben, einfach den Berg runter und so weiter. Aber das ist ja nicht, weil sie halt nicht auf Sauberkeit achten, sondern weil es kein Abwassersystem gibt. Wenn ein Tourist da reingeht, dann hat keiner ein moralisches Problem, da der Tourist nackt wieder rausgeht. Aber wenn da meinetwegen irgendeiner einen aus dem Slum beklaut, dann kann er von Glück sagen, wenn er überhaupt anschließend überlebt, weil das geht dann bis in Richtung Lynchjustiz. Die haben da ihre eigenen Regeln. Das funktioniert dort, das soziale Zusammenleben. Und da passt das Skateboard natürlich super als selbstbestimmte Sportart mit rein, wo es nicht um höher, schneller weitergeht, sondern ja auch um Gemeinschaft. Im Prinzip funktioniert das Skateboardfahren mit dieser Persönlichkeitsbildung und diesem Selbstbewusstseinsstärkung. Das funktioniert überall. Da wir jetzt das Problem haben, oder als Problem will ich und kann ich das ja auch gar nicht bezeichnen, sondern die Situation haben, dass wir unglaublich viele hilfsbedürftige Flüchtlinge hier vor Ort haben, finden wir, dass wir mit unserem Konzept da auch perfekt reinpassen. Und wenn die zu uns kommen, das fängt damit an, hört es zwar blöd an, aber bei uns darf nur Deutsch gesprochen werden. Auch wenn das am Anfang kaum klappt, das können sie hinterher am besten gebrauchen. Dann arbeiten wir mit Künstlern zusammen, Graffiti-Künstler und so weiter. Dann geben wir denen alte Skateboard-Decks. Dann schleifen die mit der Hand, dann kriegen sie eine Sprühdose, dann werden die erst bunt gemacht, dann kommt ihre Muster drauf. Und Graffiti-Künstler zeigen denen, wie man mit einer Sprühdose umgeht oder wie man überhaupt künstlerisch das gestalten kann. Ich habe so einen verdammten Spaß, mit den Kindern zu arbeiten, einfach aus den Gründen, wenn ich sehe, wie sich die Kinder entwickeln, wenn ich diese leuchtenden Augen sehe und wenn ich sehe, dass sie so was von radikal nur noch mit dem Skateboard fahren wollen und ich denen das kaum noch abnehmen kann, das bringt mir einfach unglaublich viel. Mit dem Skateboarden verbinde ich unglaublich viel Spaß, Freude, ein gutes Gefühl, Leistungsbereitschaft, Kreativität, festen Willen, nie aufgeben, Sinnstiftung, Identitätsstiftung. Mehr geht nicht.